Hier proben die Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule. In 3 Wochen feiert ihre Inszenierung des preisgekrönten Theaterstücks von Toni Kuschner Premiere. Die 12. Klässler möchten auf diese Weise das Bewusstsein bei den Zuschauern schärfen. Es geht vor allem wirklich darum, die Problematik AIDS in unserer heutigen Zeit und vor allem auch in Deutschland oder in Europa klar zu machen. Und nachdem wir hatten letztens einen Vortrag von auch einem AIDS-Forscher, der das auch noch mal genauer uns erklärt hat alles. Und da ist schon noch deutlich geworden, dass es eigentlich schon noch ein Thema ist, was weiterhin viel Wert oder Wirkung hat und auch wichtig ist. Vor allem geht es halt darum, dass AIDS, haben wir das Gefühl, nicht mehr wirklich in unserer Generation da ist und nicht mehr wirklich darüber gesprochen wird, obwohl es immer noch ein Problem ist. Regisseur Bodo Bühling lässt den Schülern viel Freiraum. Geprobt wird an jedem Tag und das 6 Wochen lang bis zur Aufführung. Die Nachwuchsschauspieler zeigen viel Eifer bei den Proben. Die sind natürlich zum großen Teil ein Beitrag zur Persönlichkeitsbildung. Also man merkt das auch, wenn man jetzt hier so eine Probe mitmacht, dass sie sich natürlich in einer Theatersituation total anders zeigen und auch zeigen können und zeigen dürfen, als wenn die jetzt Englischunterricht oder, wobei ich damit nichts dagegen sagen will. Aber es ist eine andere Form, wo sagen wir mal, die individuelle Situation jedes Schülers viel mehr berücksichtigt werden kann. Das Stück Engel in Amerika spielt in den 80er Jahren in New York. Es handelt von der Stigmatisierung, denn in dieser Zeit wurde AIDS von manchen auch als Strafe Gottes für Homosexuelle betrachtet. Es geht eigentlich darum, dass gezeigt wird, dass alle Protagonisten in diesem Stück in einer bestimmten Weise unter, sage ich mal, der Fuchtel der öffentlichen Meinung stehen und wo es immer wieder um die Frage geht, kann ich mich outen, kann ich mich nicht outen, wenn ich mich geoutet habe, was passiert dann? Auch wenn die Zeiten sich geändert haben und das Thema AIDS inzwischen in der Gesellschaft angekommen ist, kämpfen Betroffene noch immer mit Vorurteilen. Den Schülern ist ihr Projekt ein echtes Anliegen. Ich fand das Stück sehr interessant, gerade weil die Dialoge extrem gut geschrieben sind und ich die Thematik natürlich auch interessant finde und wichtig. Ja, und deswegen habe ich auch früh angefangen, dafür quasi zu sagen, ich möchte das spielen und habe quasi auch mit anderen geredet, gesagt, wir sollen das spielen und dann haben wir das auch gewählt. Die Aufführungen von Engel in Amerika finden vom 12. bis 16. Februar im schuleigenen Theater der Rudolf-Steiner-Schule statt. Der Eintritt ist frei. Die Theatergruppe hofft darauf, dass der Saal dann gut gefüllt ist.